Heute machen wir ein Bild mit den VH-Aquarellfarben. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Sophie, ich bin intuitive Künstlerin, Reiki-Meisterin, Buchautorin und vieles mehr. Ja, heute machen wir wieder ein Bild mit den VH-Aquarellfarben. Die hatte ich euch ja schon öfter gezeigt hier auf meinem Kanal. Also wenn ihr mir schon länger folgt, werdet ihr sie sicher kennen. Und ja, ich würde deswegen sagen, lasst uns gleich loslegen. Heute machen wir einen Kranz, wie ihr schon sehen könnt. Die habe ich schon angedeutet. Hier habe ich mir schon zwei Kreise gezogen mit dem Zirkel. Und jetzt machen wir mit den Aquarellfarben weiter. Ich habe noch nicht genau... Also ich weiß noch nicht genau, was wir genau machen, aber ich weiß, dass wir einen Kreis machen. Ich nehme jetzt erstmal grün und ich hatte Lust, ein bisschen auch mit rot zu malen, aber lass uns erstmal beginnen. Mal schauen, was da heute dabei rauskommt. Ich beginne einfach mal und mache so ein paar grüne Elemente, keine Ahnung, wie man es sagen möchte, so Kreise. Das soll dann Blätter darstellen und später mache ich dann noch ein paar rote Punkte. Genau. Das machen wir jetzt einfach um den ganzen Kreis herum und dann widmen wir uns der Rot. So, und schon ist es auch schon mit dem Grün geschehen. Jetzt habe ich endlich eine Rot, deswegen nehmen wir die Rot jetzt hier. Von der lieben Victoria. Ich hatte ja bislang noch leider noch keine Rot von der Victoria, aber jetzt habe ich eine. Das freut mich sehr und deswegen benutzen wir die gleich. Wir machen jetzt einfach hier so dazwischen so ein paar Punkte. Oh je, es rinnt ein bisschen ineinander. Aber ist auch nicht so schlimm. Ihr kennt mich. Ich bin da nicht so genau. Es darf ruhig verrinnen. So, das sind jetzt so Punkte, die sollen so gesehen diese Beeren darstellen, kennt ihr das so? In der Weihnachtszeit ist das oft, ja, sieht man das oft überall. Es wird auch heute ein Weihnachtskranz. Genau. Ich drehe mir mal kurz mein Blatt. Dann machen wir hier weiter. Hier ist leider sehr viel Wasser, aber ist auch nicht so schlimm. So. Das geht ja fix. Wie ihr sehen könnt, das ist echt keine Hexerei. Mal schauen, ob das nachher auch noch was gleich schaut, aber ich finde es eigentlich schon jetzt recht schön. Wir können hier oben noch eine Masche machen. Ich muss nur schauen, dass ich da nicht irgendwie mit dem Pullover rein komme. Wir machen hier einfach zwei Schlaufen. Das geht total leicht, einfach so wie zwei Blütenblätter eigentlich. Und dieser Kranz hängt natürlich auch wo, deswegen machen wir so eine Schnur nach oben. Und ja, fürs Erste ist es jetzt mal fertig. Ich habe leider keinen Glitzer, aber ich werde nachher dann noch, wenn das jetzt getrocknet ist, werde ich noch mit den VH-Aquarellfarben, den VH-Aquarellfarben sowieso, aber ich werde mit den Metallic und mit den Chameleon-Farben noch ein bisschen Glitzer reinmachen und hier noch was hineinschreiben. Wir sehen uns gleich wieder. Der Kranz ist jetzt getrocknet, jetzt können wir noch mit den Metallic-Farben, ich habe sie hier in das große Ding reingegeben, in die große Palette, nicht Palette, sondern in den großen Farbkasten. Und genau, das sind die Metallic-Farben hier. Und die nehmen wir jetzt noch. Ich nehme ein bisschen Wasser und tue so mal ein bisschen anfeuchten. Und dann können wir so ein bisschen Glitzer einbauen. Ich habe leider keinen Streuglitzer oder ich weiß nicht, wie das heißt, aber dieses Glitzer, das man oft auch Karten dann klebt, so gesehen. Aber es geht ja auch sicher wunderbar mit Aquarellfarben. Oh je, es hat sich jetzt ein bisschen überlappt und ist in die Gelb hineingeronnen. Ein bisschen von Grün, aber das macht nichts. So, wir nehmen jetzt einfach ein bisschen Glitzer, wie gesagt. Ein bisschen viel Glitzer sogar. Zu Weihnachten darf es ruhig ein bisschen mehr Glitzer sein, finde ich. Ihr könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das vielleicht too much Glitzer findet. Aber ich mag es, also gerade zur Weihnachtszeit finde ich das recht passend. Die Farben von der Victoria sind ja auch sehr, sehr schön und bekannt dafür, dass sie sehr glitzern, also wirklich wundervoll.
Ja, ihr kennt es ja. Ich betone es immer wieder, dass ich so begeistert bin von den Farben. Es kommt vielleicht ein bisschen übertrieben und vorüber, aber das meine ich echt vom ganzen Herzen ernst. Und alle, die mich kennen, wissen das, dass ich echt immer ehrlich bin und das immer, also dass ich das echt ehrlich meine. Schaut mal, die glitzern echt wunderschön. So, man sieht jetzt natürlich noch die Kreise, die ich vorher gezogen habe mit dem Buntstift. Aber mich persönlich stört das nicht. Es ist ja immerhin auch ein Kreis, deswegen stört mich das nicht. So, und jetzt hatte ich noch eine Idee, eine glorreiche Idee. Wir können das nämlich so machen. Ich nehme jetzt mal ein bisschen eine andere Glitzerfarbe und wir machen jetzt einfach wieder mal Sprenkels. Das kommt immer gut. Ich finde, das schaut richtig cool aus und gibt dem Ganzen nochmal so einen anderen Kick. Und das geht einfach, also das geht sehr leicht. Du musst einfach nur auf den Pinsel klopfen, also natürlich zuerst in Farbe und in Wasser tunken und dann kannst du ganz leicht solche Sprenkel erzeugen. Ich finde, die sind immer wieder ein Hit und schauen schön aus und sind leicht gemacht, wie gesagt, ja. So, das Ganze darf jetzt nochmal trocknen. Das ist immer für mich auch eine Geduldsfrage. Ich habe es, glaube ich, schon mal in einem Video gesagt, ich bin jetzt Zwilling im Sternzeichen, deswegen bin ich ein bisschen ungeduldig, aber was soll's, es ist halt so im Leben. Und ja, genau, wir sehen uns dann gleich wieder. So, der Kranz ist so gut wie getrocknet. Jetzt können wir uns unseren Stift schnappen und hier einfach noch so ein paar Elemente mit dem schwarzen Stift setzen hier, den Feinliner. Sieht irgendwie nicht so gut aus, aber machen wir es mal. Jetzt habe ich schon gemacht. So. Und dem Ganzen noch ein bisschen mehr Charakter zu geben. So ein paar Mal rundherum, das ist dann so wie eine kleine Schnur oder so. So. So, da la, unser Weihnachtsbild ist jetzt fertig. Jetzt wollte ich schon sagen, unsere Weihnachtskarte. Aber es wäre doch vielleicht ein bisschen zu groß für eine Karte. Aber sowas wäre doch auch ein wunderschönes Motiv für eine Karte. Also werde ich das demnächst wahrscheinlich noch auf einem kleineren Format machen. Ansonsten, das ist das Ergebnis, wenn man es so ein bisschen seitlich hält, dann sieht man, wie schön die Metallicfarben glitzern und glänzen. Also ja, mir gefällt es richtig gut und ist eben ein Weihnachtsbild geworden. Ich habe hier, wie ihr sehen könnt, frohe Weihnachten draufgeschrieben und genau. Und war aber gar nicht so schwer, das zu machen. Und ich finde, es sieht echt nett aus. Man kann sich das ja einfach jedes Jahr zu Weihnachten aufhängen zum Beispiel. Ja, das war es auch schon wieder mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich natürlich wie immer über einen netten Kommentar, ein Like und ein Abo. Und ansonsten sage ich wieder bis zum nächsten Mal und alles Liebe, deine Sophie. Tschüss!